Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Bausimulator 2015 mit dem Randy. Und mit dem Dino. Randy. So, wir wollen jetzt hier gerade mal den Nutztromer hier mal aufladen. Den Generator. Oh, schön, hast du ja angekettet. Na dann, oh, zieh hoch. Oh, das geht gut. Achim, das geht gut. Okay, langsam, Achim, mach langsam. So schön dicht an die Bordwand ran, dass ich den mit den 500 Newtonmeter Spanngurt verzuren kann. So, hast du Achim? Ja. Achim sieht gut aus. Da ist fest. Glaub mir, der hält. Da geht nichts mehr. Naja, nu, ganz mittig hast du nicht gesetzt. Enthalte ich. Eine Fresse. Aber links ist auch der Tank. Da ist er eh ein bisschen mehr auf Last. So, Achim. Ach, willst du ein ganz ausfahren, Achim? Na gut, machen wir so. Schau das Maul jetzt hier, Alter. Ist doch schlimm. Was? Scheiße. Ah! Na, ist er zu kurz? Ich würde sagen, fetten Mühe. Achim. Was machst du denn? Also, der wird auch nicht länger, egal wie du den dehnst. Nein, das kannst du ja gar nicht überhaupt nicht fahren, weil das Ding ausgefahren ist. Nunu, so ist das. Tja, wenn jetzt der Gabelstapler gehen würde, das wäre ein Messer. Aber in den Luxus werden wir wohl nicht mehr kommen. Gefällt dir Achim nicht? Aber du hast schon Achim genannt. Mhm. Mir gefällt dir das nicht, ja? Was denn? Wenn ich mich so mit dir unterhalte? Hört sich grausam an. Was heißt das? Ja, grausam, weil das so ein absolut klischeehaftes Sächsisch sein soll. Oder ich weiß nicht, was es darstellen soll. Na, das ist einfach nur, halt... Baustelle, oder was? Baustelle, ja. Na klar. Ach, sei doch nicht so. So redet, ey, so, was seid denn ihr Sachsen eigentlich für eingebildetes Volk? Redet man nur in Sachsen so, ja? Andere dürfen nicht so reden, ne? Ich weiß nicht, bei welchen Baustellen du unterwegs warst, aber... Das kommt immer drauf an. Ja. Was ist jetzt? Wo sie den Spielplatz bei dir im Hof reingebaut haben, du, das waren kinderischen Bauarbeiter, müsst ihr enttäuschen. Bei mir im Hof ist leider nur ein Pflasterspielplatz. Ja. Pflastersteinspielplatz, mehr ist da nicht. So, wie sieht denn das aus jetzt hier? Du bist ja immer noch am Rumfummeln. Ich. Achso, jetzt fährst du den Kran wieder aus, ja. Ah, geht's schon wieder los. Na dann. Schauen wir mal. Jetzt müsste ich eigentlich kurz vorher ein Haken ist, müsste ich F drücken. Aber theoretisch müsste es ja dann wieder hier stehen, oder? Bitte schon. Weißt du, wenn ich jetzt hier in den Stromgenerator gehe und F drücke? Dann bann ich dich vom Spiel. Bann ich dich vom Spiel. Oh. Ich bin hier der King. Ich bann dich weg. Aber wir werden das in mach Zukunft mal die Kabel los. Wir werden das in Zukunft so machen, dass ich mal ein bisschen was hosten werde hier. Mhm. Zukünftig. Nicht immer nur du. Streichst dir alle Erfolge ein? Die dicke Kohle hier, die XP und alles? Die Ränge, guter Auszubildender bin ich, super. Ist er mal. Dein Kran ist komplett schief, ey. Sag mal, hast du einen Silberblick heute oder was? Was machst du denn? Andere Richtung. Boah, ey, Alter, da zerkratzt das komplette Führerhaus, ey. Das geht ja so nicht. Das ist Fahrerstand. Guck doch mal, der ist total schief. Ja, lass ihn schief drauf. Warum machst du den nicht gerade? Na, ja, noch ein bisschen. Naja, fast. Na, kriegen wir die Stützen nicht rein, wa? Soll ich dich gleich rausschmeißen, du Pimmel? Du nochmal, du bitte was? Du Pimmel? Nee. Hast du jetzt Pimmel zu mir gesagt? Härtere Schimpfwörter bitte. Du Riesenpimmel! Wo war denn die Baustelle hier?
Du mal mit deinen rausschmeißen, ey. Mhm. Schmeiß dich gleich mal raus. Mhm. Wow! Ich hab Familie, Junge. Glückwunsch, ich nicht. Ja, merkt man, dein Fahrstil. Nur weil dir es egal ist. Ey, da ballert der hier mit 100 durch die City, ey. Du bist doch total gestört, ey. Leg dich über mich nochmal auf. Das geht sowieso schief, das kann ich jetzt schon sagen. Hauptsache die Wand legst du an. Das Dixie hinten, das schwappert doch über. Da sind nicht mal Chemikalien drin. So nennt man das also. Das Gelümmel, was da unten drin rumschwimmt, sind Chemikalien, ja. Ja, das ist so ein Wasser, so ein komisches da. Guck mal, da steht schon der Dingsbums, tralala. So, ne, jetzt stellen wir hier den Notstrom und das Scheißhaus ab. Weil bevor ich nicht ordentlich wursten kann, mache ich hier gar nichts auf der Baustelle. Und beim Dixie gibt es eine Regel. Kennst du die? Sei der Erste. Was ist eigentlich, wenn ich hier reinhüpfe? Bin ich dann tot? Nee, kannst du ja rausspringen. Nee, da fall ich jetzt nicht drauf rein. Okay. Da kann man irgendwie nicht rausspringen. Du Arsch. Richtig. Mach mal einen Doppeljump. Wie geht der? Doppel Spacebar. Wie mein Erderste. What up? Da saß ich auf einmal wieder neben dir, da guckst du nicht schlecht, ha? Da guck ich gar nicht, ja, würde ich sagen. So. Komm, mach jetzt die Britsche auf, ich latsch jetzt das Dixie hier vom Anhänger. Volles Rohr, Roundhouse Kick, Chuck Norris Style. Hättest du andersrum geparkt, hättest den gerade nicht komplett rumdrehen müssen. Naja, egal. Soll ich schon mal abschnallen? Kannst schon mal abschnallen, ja. So. Genau, erstmal das Klo hier. Warte, ich suche einen schönen Platz aus. Bitte hier nicht so nah ins Loch. Das könnte dann schief gehen, wenn es mal länger dauert. Das haben wir nicht ganz im Bereich, ne? So, jetzt. So ist schön. So ist schön. So ist schön. Ach, genau die Mitte, dass sie da drauf gucken kann. Ja. So, als nächstes müssen wir hier Beton abladen. Ich bin gespannt, wo. Ah, wir gucken Randy erst noch ein bisschen zu. Boah, ein dicker Notstromer, ey, Alter. Ist das pornös. Kraftstrom, Kraftstrom, es fließe Kraftstrom. Weißt du, was das für ein Notstromer ist? Nö, aber was mir bestimmt gleich erzählen. Ein T8HA. Mhm. Oh, da soll ich jetzt reingießen? Das ist aber gar nicht mal so wenig, hä? Was steht da, wie viel? Gieße die vorbereiteten Elemente auf der Baustelle. Okay. Soll ich es einfach da reinlaufen lassen? Gehst du mal runter mit den Gummistiefeln und der Schaufel? Ist ein bisschen breitzern, das sag ich. Ich glaube ja weniger, dass man hier schon die Pumpe braucht. Das wäre jetzt fail. So, ich stelle mich mal auf die Kante hier. Und dann würde ich sagen, kippen wir mal ab den Schmatter. Rabatz. Da kommt's. Rein damit. Es füllt sich auf. Brauchen wir die Pumpe. Steht aber nicht da. Ja, aber guck mal, wie sich's füllt. Das in der Mitte kriegen wir niemals ausgefüllt. Siehst du das? Hm. Also stand doch davon gar nichts da. Weil die Pumpe hat doch noch ihren eigenen Dings, oder nicht? Hm. Escape. Das ist Zement. Wie ist die vorbereiteten Elemente auf der Baustelle? Ne, hier steht nur da, Transport, Zement und dieser Dings da immer, ne? Der wird da nicht benötigt. 3%. Tja. Was für ein Ding. Abschnitt neu starten? Ne, lass mal. Hilft nur eins. Warte mal. Nein, 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 nein! Wenn ich aber drin wäre, könnte ich es ausgießen, ansonsten geht das nicht. Ja, aber du hast Inhalt.
kann die Karre nicht zurücksetzen. Da vorne hast du auch mit Inhalt zurückgesetzt. Nicht den. Ja, den hat man ja auch noch gar nicht. Also weißt du ja gar nicht, ob man den zurücksetzen kann. Aus. Ja, du kommst da nicht mehr weg. Doch, komm ich. Ist aber trotzdem Bums, ey. Da brauchen wir den Beton-Dingsbums-Gießer, ne? Das jetzt. Lass er das nicht machen. Warten. Nein. Das ist doch Bullshit, ey. Nö. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. War nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Wie wollen wir das jetzt ausgießen? Ungemeistert? Ich hab einen Arbeiter eingestellt. Ich muss gerade mal gucken. Was? Ja, ich habe einen Arbeiter eingestellt. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber wo ist denn der faule Sack? Jetzt einen Arsch zum Bier holen? Ohne Scheiß jetzt? Oh, kann ich denn die Holzspeisdiode aus dem Keller holen lassen? Wow. Was denn jetzt? Hab schon nochmal gerade frisch geladen. I like it. Nee, dann müssen wir das schon so machen, aber dann halt nicht so jetzt, sondern halt sauber, oder? Wie sauber. Ja. Was machst du? Ich will da reinfahren. Bist ein Arsch, Ideenklauer bist du. Mehr nicht. Ja, nur dass meine Idee ja wohl eindeutig besser war wie deine Ruckelpartie da unten. Was für eine Ruckelpartie? Bin halt rückwärts reingefahren, es hat nicht geklappt. Ja, aber reinfahren, richtig, merkst du was? Na, aber reinfahren. Ich setze das Ding gleich zurück, aber reinfahren. War gleich meine Idee. Ich drin sitze. Wetten? Wenn du Geld brauchst. So, jetzt gießt die Scheiße ja aus. Fuck you! So gar nicht! Kannst du selber machen. Jetzt mach die Scheiße hier, du! Kannst du morgen nicht mal ein Arbeitsamt hinstellen? Mach ich, und? Kriegst du wenigstens mehr wie von dir? Ja, na Lappen. Klar, du, jetzt mach hier! Bitte. Bitte. Geh doch. Ach nee, so ein Chef wünscht man sich. Doch, Legio immer. War schon besser als. Trotzdem übelster Sackstand wird das. Ist trotzdem interessant, wie kriegst du mal die Scheiße wieder raus? Naja, hol den Kran, ne? Zweifel zwar dran, dass er das rauszieht. Was, das Teil? Ja. Schwerlastkran macht das. Ja, aber ganz ehrlich, da hätten sie es mal irgendwo mit vermerken müssen, dass wir hier die Pumpe brauchen. Ja, vor allem, weil das Tutorial ja auch ohne Pumpe war. Das ist ja das Dämliche an der Sache. Ich hoffe nochmal, der Beton hier reicht. 73%. Ja. Ah, scheiße wäre es ja gewesen, wenn wir das bis hier oben hinfüllen hätten müssen. Warum? Da hätte es definitiv nicht gereicht, um das ganze Becken hier zu fluten. Aus welchem Grund soll man das ganze Becken fluten? Was ist denn das für ein sinnfreies? Wir bauen doch keinen Atombunker. Nicht klar? Nee. Steht doch da. Atombunker mit Gartenanlage. Achso, okay. Habe ich überlesen. Ja. Ah, hier ist auch schön aufgefüllt. Entschuldigung, ist ein bisschen eng hier unten. Ist auch nicht dafür gebaut, um so hier im Fundamentloch rumzufahren. Klar, ich glaube, das haben die Erfinder anders gedacht. Oh Mann, ey. Wenn das einer auf YouTube sehen würde, ey, die würden sich kaputt lachen, ey.
wenn die sehen, wie wir hier spielen. Ja, funktioniert auch. Ja, sicher funktioniert. Trotzdem war es meine Idee. Von mir aus liegt ein Patent drauf. Nö, brauchst nicht. Wenn du dann dein Eigenheim, dein zweites Eigenheim baust. Naja, warte, ich fahr das Ding da unten. Nein, das kriegst du schon wieder. Nein, jetzt geht ja noch für das Spiel. Bin gespannt, ob wir die Mitte ausgegossen kriegen. Beziehungsweise, ob wir die überhaupt müssen. Achso, ist ja schon fast voll. Sehr schön. Das glänzt. Da ist übrigens gleich die Blasen aus dem Beton raus. Jo, das war's schon. Mach den Bereich frei. Geht nicht! Hol den Kran! Wegen noch 53% drin, hält ja ewig. Komm hier, das bisschen kommen wir raus. Das ist ja gerade keine dicke Geschichte, die wir hier drauf haben. Ja, trotzdem für einen Betonmischer. Naja, dann damit ist noch was, ist jetzt aber egal. So, zack. Zack, zack. Juhu! Ah, das war für den Arsch. Also sorry Leute, das war natürlich anders geplant. Wussten nicht, dass wir hier ein ganzes Fundament gießen sollten. Aber dass wir hier den Beton Dingsbums brauchen, hier den Betonkran da, oder wie die Betonpumpe ist das ja. Pumpe ist das, ja. Das ist natürlich, wussten wir natürlich nicht. So, jetzt warte mal, bevor du losballerst. Was brauchen wir denn noch? Wir haben jetzt Abschnitt 3, 4 große Ziegelsteine, 2x Zementsack, dann 2x Schnittholz, 2x Kantholz, 4 große Dachpfannen, 2 Isoliermaterial, 2x Bitumen. Das werden wir aber auf einen nicht draufbringen, oder? Wollen wir stapeln schon? Na doch. Oder ich halt Stapler, wenn es bei dir nicht geht. Na, bei mir geht's nicht. Hätte ich jetzt schon sagen. Lal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